Und? Seid ihr schon geimpft? Die heutige Ausgabe von Bussifussi wird Ihnen präsentiert von kappa.net, dem bestesten Internetdienstleister Österreichs. Mindestens. Bussi, 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 Bussi. Willkommen, bienvenue, welcome. Ja, ein bisschen ein brochener Einstieg natürlich. Mahlzeit, könnte man sagen, oder guten Morgen, guten Abend, guten was auch immer. Beste Grüße aus dem Waldviertel, wir sind da ganz herum in Morbert-Habach im Norden, das wissen Sie. Aber wir sind jetzt nicht mehr in den Niederungen des Internets unterwegs zwischen YouPorn und YouTube, sondern sind seriös geworden, wie man so schön sagt, weil jetzt haben wir einen echten Sender. Okto. Gut, das ist ein Community-Fernsehsender, der eine eigene Fahne, ja, in Regenbogenform. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Wir sind ein bisschen stolz, aber natürlich müssen wir ein bisschen lachen, auch, weil wirklich ein Sender, ich meine, sagen wir so, er ist von den Größeren der Kleinste, ne? Aber wurscht. Oder wie man sagen kann, der Wolfgang Föhner hat in seinem Leben wahrscheinlich mehr Frauen deppert, angeredet, als Leute Okto schauen. Der arme Föhner, dieser Schöngeist, dieser Herold der schönen Kunst, dieser feinfühlige Messias der guten Laune und der Einfühlsamkeit, dem wird ja übel mitgespielt, aber dazu kommen wir noch später. Hey! Wir sind wieder da. Bussi, Fussi auf Okto. Die Leute, die nicht wissen, was Okto ist, wissen auch nicht, was Bussi, Fussi ist. Also die Zielgruppe ist relativ überschaubar. Aber hey, die haben uns gesagt, sie wollen uns. Und das unterscheidet Okto von allen anderen Sendern dieses Landes. Ein bisschen Geld kriegen wir auch von der RTR. Das ist die Medienförderung, die dem Wolfgang Föhner für so Sendungen wie heute greife ich einem Tuttelbär so drauf, dass er nicht weiter weiß und das reimt sich ja nicht, oder irgendwelche anderen Sendungen wie Fellner Live, könnte man Fussi Live auch machen, der kriegt 2 Millionen, wir kriegen pro Sendung ein bisschen mehr als 3.000, da fehlt uns noch immer ein bisschen was, aber wie in der Vergangenheit verlassen wir uns darauf, dass Sie uns ein bisschen helfen, ein bisschen spenden und wir verlassen uns auf unsere Werbepartner und Ihnen, Sendungspatronans nennt man sowas. Ja? So wie heute kappa.net. Wenn Sie irgendwas mit Internet brauchen, kappa.net ist Ihr erster Ansprechpartner, wenn es um qualitativ hochwertiges Internet geht. Wurscht, ich weiß nicht, was die genau machen, aber sie machen es sehr gut. Das sind die Besten und sie gehören, wie die Türkisen sagen würden, zur Familie. Und ich schwöre Ihnen eins, ich werde die Reichweite von Okto ins Unermessliche steigern. Ich habe schon mit meiner Verwandtschaft geredet, wann die alle heute zuschauen, haben die einen Marktanteil, den sie in ihrer Geschichte noch nie gehabt haben. Aber wie unser Sendungsbetreuer richtig sagt, wir sind ja nicht irgendwer, wir sind das Premium-Produkt auf diesem Häusl-Sender. Und nicht nur Okto weiß, dass etwas Großes bevorsteht. Ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt haben. In der Hofburg, der hat es auch schon gewusst. Meine Damen und Herren, ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat. Na, der hat es also schon gewusst. Die Frage bleibt, warum war man eigentlich weg? Ähnlich wie, habt ihr schon Mittagessen oder seid schon geimpft? Wir waren weg, weil vom Innenminister brutalst mit aller Gewalt des Staates, die ihm zur Verfügung steht, dem Verfolgten, wer einen Verfolger hat, nämlich zur Verfügung steht. Ich bin auf der Seite vom Innenministerium gestanden, namentlich genannt, weil ich mir ein bisschen lustig gemacht habe über die Polizei und bin jetzt quasi schuldig. Ja, schuldig, 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 schuldig. Wobei, in bester Gesellschaft. Wenn man sich heute anschaut, wer in der Regierung schon als Beschuldigter geführt wird, egal ob es der Kanzler ist oder der Finanzminister, man findet ja gar keine Unschuldigen mehr und sollte die ÖVP einen Unschuldigen finden, muss er wahrscheinlich zurücktreten, weil das einfach nicht in der Familie passt, dass da einer dabei ist, der nicht schuld ist. Nicht schuld am Corona sind die Schauspieler, muss man sagen. Ja, aber die sind schuld an dem, was sie sagen. Ich weiß nicht, ob sie diese Videos gesehen haben von den Schauspielern, die sich lustig gemacht haben darüber, ein bisschen über die Leute, die röchelnd auf den Intensivstationen liegen. Corona also ein Riesenproblem für die Gesellschaft, aber nicht zum Beispiel für Nina Prol. Nina Prol ist eine Schauspielerin und wenn man ihr zuhört bei dem, was die letzten Wochen von sich gegeben hat, ist man der Meinung, Schauspieler sollten sowieso nur das sagen, was irgendwie in einem Drehbuch steht und keinesfalls eigene Gedanken formulieren.
Aber vielleicht ist das so ein Schaden. Vielleicht spielst du als Schauspielerin einmal eine Krankenschwester und glaubst dann, du bist selber eine. Aber jetzt ganz ehrlich, der Bergdoktor Hans Siegel rennt in seiner Freizeit auch nicht herum und macht eine Lungentransplantation oder schneidet einer Kuh namens Edelweiß das Beischl aus. Nur weil ein Pferd in der Garage steht, ist es noch lang kein Auto, Frau Paul. Aber es gibt nicht nur die Ninas dieser Welt, die Probleme mit Corona haben. Es gibt auch Rudis, die da ziemliche Probleme haben. Hallo Mädels, ich bin der Rudi. Politik, was machen Sie? Ich bin ein aufgewachter Mensch. Ich glaube nicht das, was die Mainstream-Medien bringen, wie die ganze Corona-Geschichte, was da jetzt abläuft. Das ist so eine Fake-Pandemie. Es ist alles schon ganz klar im Internet zu sehen, die Daten, die Fakten. Und das ist nur ein Mittel zum Zweck für die neue Weltordnung, für den Big Reset von Karl Schwab. Das ist der Kopf von den Bilderberger. Und wenn man das deinen Leuten erzählt, die glauben das nicht. Die glauben, du bist ein Dummkopf, ein Verschwörungstheoretiker, weil der Begriff Verschwörungstheoretiker ist extra kreiert worden von den Geheimdiensten, dass Leute lächerlich machen. Das ist sowas Ähnliches wie die Nazi-Keule. Man sagt ja auf die Demos gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung, das sind auch Rechtsextremisten, das sind Rechtsextremisten. Das ist alles Rechtsextremisten. Das sind alles Nazi-Keule, Verschwörungstheoretiker-Keule. Es sind lauter friedliche Menschen. Ich war da drin, habe mir das auch geschaut, 6-mal war dabei. Und es sind eher Hippies und vegane, tierlebende Menschen, die für die Wahrheit steigen und gegen Diktatur, die jetzt aufkommt. Ja, gute Besserung, lieber Namensvetter Rudi. Ich glaube, das ist halt der Jeep-Effekt, nicht? Von dem Jeep, den sie uns mit der Impfung reinhauen und da huckt irgendein wohlstandsverwahrloster Trottel in Amerika, spielt auf der Playstation und steuert versehentlich einen Österreicher. Kein Jeep-Effekt ist bei den Grünen zu finden, sondern da haben wir den Werner-Kogler-Effekt. Der bezeichnet nämlich den geistigen Zustand, dass man glaubt, dass man mit den Türkisen ganz normal zusammenarbeiten kann, wie mit jeder anderen Partei. Und dass man nicht merkt, dass das nicht geht. Und zwar auf keiner Ebene. Es tut wirklich jeden in Österreich, glaube ich, leid, der die Grünen nicht host, sagen wir mal so, dass diese das nicht eingestehen wollen. Mit den Türkisen ist das irgendwie wie, weiß nicht, nehmen sie was, was sie nicht essen wollen. Bei mir ist der Koriander, ja, ein bisschen hält es noch raus, aber sobald da zu viel drin ist, ist wirklich grindig. Und man muss auch sagen, die Türkisen, die haben sowas FPÖ-artiges, das willst einfach auf Dauer nirgends dabei haben. Aber kommen wir zu was Aktuellem, zu was Freshem, wie die Jugend sagt. Wir sind ja auf Okta und Okta ist ja ein total Zielgruppensender. Wir sind TikTok und Snapchat und alles. Ja. Die grüne Regierungsbeteiligung ist irgendwie wie diese komische Sendung, die da im ORF rennt, wo keine Satire erlaubt ist, nämlich Starmania. Und das ist ganz einfach. Ja. Am Anfang sind alle begeistert, dann nimmt die Begeisterung ein bisschen ab und am Ende gewinnt keiner was und das ganze Land zahlt drauf. Aber was willst du mit solchen Leuten eigentlich anfangen? Jetzt einmal ernsthaft, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Die sind ja alles normal erwachsene Leute und entleiben sich ständig, egal ob im Radio oder im Fernsehen, auf offener Bühne selbst. Peinlich, aber ist seiner gesetzlichen Pflicht letztlich nachgekommen und ich erwarte mir, dass die Lektion jetzt verstanden und gelernt wurde. Also, peinlich kann man unterschreiben, aber der Rest, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das muss ja wehtun, sogar beim Reden. Apropos wehtun beim Reden, beim Zuschauen tut es schon weh. Also, ich weiß nicht, wie Sie die letzten Monate verbracht haben. Ich habe viel Fernsehen geschaut und da schaust halt diese Dauerpressekonferenzen, die nächste Pressekonferenz wird entscheidend sein, die nächste ZIP 2 wird entscheidend sein, alles wird entscheidend sein. Der immer gesagt hat, das werden die nächsten Wochen entscheidend sein, ist eh weg. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich mir diese Interviews anschaue, ich hole das nicht mehr aus. Ja, die werden was gefragt, die sagen nichts, die reden nur. Aber immer dann gedacht, na, vielleicht kann man ja was machen, damit man das leichter aushält, wenn diese hirnbefreiten Robotermenschen im Fernsehen auftreten. Schauen Sie mal, ich glaube, das funktioniert. Ministerin, kann man Stand heute guten Gewissens einen Sommerurlaub buchen, ohne Angst haben zu müssen, den dann wieder stornieren zu müssen? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so intelligent hat die Elli Köstinger für mich überhaupt noch nie gelungen. Wobei, es gibt Politiker, bei denen hilft, glaube ich, nicht einmal mehr die Musik. Er zum Beispiel. Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident, völlig unbefangenes Novomatic-Testimonial und gleichzeitig
Ausschussvorsitzender im Ibiza-Untersuchungsausschuss und Träger der niederösterreichischen Landesfrisur. Dem haben sie einmal vor die Haustür geschissen, dann wollte er die Überwachung ausbauen und eigentlich haben sie völlig und so auch ich gedacht, ich glaube, man kann sich nicht wirklich sicher sein, ob sie dem nur vor die Haustür geschissen haben und nicht woanders hin. Jetzt sagt der Herr Sobotka, er ist nicht so sicher, ob das mit der Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss so eine gute Idee ist. Wissen Sie, da werden Leute einvernommen, damit man herausfindet, wer in dem Land einen Scheiß gebaut hat. Die sind meistens türkise und blaue und damit die es nicht so hart haben. Weil du musst ja extra hingehen, ich verstehe, schlimm. Und damit die nicht zu einem Druck ausgesetzt sind, will der Herr Sobotka, dass man nicht mehr die Wahrheit sagen muss. Wobei ich mich ganz ehrlich frage, was das für einen Unterschied macht, weil ob die liegen dürfen oder nicht. Ich glaube, sie liegen eh trotzdem. Aber es gibt auch Leute in der Politik, an denen perlt das alles ab wie an einer Teflonpfanne. Ja? Schauen Sie mal, ja? Der lächelnde Finanzminister Gernot Karl-Heinz Grasser-Blümel, wobei der Karl-Heinz Grasser, glaube ich, im Vergleich zu dem sogar ein anständiger Mensch war. Jetzt sagt der Gernot Blümel, er ist sich keiner Schuld bewusst, er ist eigentlich eine Vorbildwirkung, also eher die personalisierte Vorbildwirkung, weil wer bringt denn sonst die armen technischen Geräte von zu Hause einmal in die frischen Luft, wenn zufällig die Staatsanwaltschaft zu einer freiwilligen Nachschau kommt, um ein Gespräch zu führen. Schon, dass der Udo Brogsch nicht mehr lebt, der hätte auch gesagt, war ein tolles Gespräch heute mit der Staatsanwaltschaft, war ein tolles, wir haben da eine freiwillige Nachschau gemacht, aber wir haben das Schiff am Meeresgrund nicht mehr gefunden. Was kann man gegen solche Leute eigentlich tun, ist die alte Frage. Wahrscheinlich gibt es gegen die nichts, nichts Wirksames. Jetzt ist ja der Herr Bundeskanzler auch noch Beschuldigter, der Brückenbauer, der Große, der Impfweltmeister, Sputnik-Besorger. Was kann man gegen die machen? Es gibt sowas, ein Instrument im Nationalrat, das wird nicht dirigiert vom Weidhofener Orchesterdirigenten Sobotka, sondern von der Justiz. Das nennt sich Ministeranklage. Was das ist und was wir uns jetzt erwarten können, das fragen wir jetzt den Jan Greiner, einen der aktivsten Abgeordneten im Ibiza-Urschuss, zu dem wir jetzt schalten. So, dann fragen wir jetzt den Jan Greiner, den Aufdecker Abgeordneten der SPÖ im Ibiza-Urschuss. Jan, danke für deine Zeit. Wir wollten eigentlich jetzt über die Ministeranklage gegen Blümel reden, aber die Ereignisse überschlagen sich und wir haben einen Bundeskanzler, der als Beschuldigter geführt wird. Kannst du mir erklären, warum, wieso und was sie da überhaupt tut in dieser Bananenrepublik? Ich hoffe doch nicht, dass wir eine Bananenrepublik sind, auch wenn man das hier und da befürchten muss, dass zumindest das Bild entsteht. Aber das, was passiert ist, ist, dass letztes Jahr im Juni der Bundeskanzler im Untersuchungsausschuss war und dort natürlich gefragt wurde zur ÖBAG, zur Gesetzeswerdung, zur Bestellung der Aufsichtsräte, zur Bestellung von Schmidt. Und er hat dort ein Bild gezeichnet, dass er am Rande informiert war, dass er eigentlich über also Entscheidungen und eingebunden war er nicht. Er ist vor allem über die Medien informiert worden. Und seitdem die Chatnachrichten vor allem zwischen ihm und dem Schmidt vorliegen, weiß jeder, dass er einfach die Unwahrheit gesagt hat. Und die Staatsanwaltschaft hat das dokumentiert jetzt und führt ihn als Beschuldigten und er rechnet selber offenbar mit einer Anklage. Wenn man genau zugehört hat, hat er das ja selber gesagt. Und an und für sich ist das die rote Linie, die er selber noch vor ein paar Monaten definiert hat, nämlich sobald die Grenze für sein Handeln ist das Strafrecht. Wo sind wir drin im Strafrecht? Und sobald eine Anklage erhoben ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch Bundeskanzler in Österreich ist. Naja, das würde man sich normalerweise vorstellen. Das hätte man sich auch vorgestellt im März, als der VfGH Gernot Blümel aufgetragen hat, Akten zu liefern. Jetzt habt ihr ein paar Bananenkartons geliefert gekriegt ins Parlament, nachdem der Verfassungsgerichtshof sich an den Bundespräsidenten gewandt hat. Du bist jetzt doch schon einige Jahre in der Politik. Ist dir ein vergleichbarer Fall bekannt wie dieses Sittenbild, das wir jetzt hier erleben, oder ist das tatsächlich historisch? Ich halte es für historisch. Man muss aber sagen, dass alles rund um Karl-Heinz Grasser jetzt auch historisch war. Da ist es ja darum gegangen, dass rund um die BUWOG-Privatisierung hier man wirklich den Eindruck hatte, das stinkt zum Himmel.
Und es hat aber dann sehr, sehr lange gedauert, bis es zumindest in der ersten Instanz, bis es überhaupt zu einer Anklage kam und dann zu einer Verurteilung. Bei Falschaussage geht es viel schneller, weil der Sachverhalt ja sehr klar ist. Es gibt das Protokoll, das ist von seiner Befragung im Untersuchungsausschuss, das kann sich jeder auf der Parlaments-Homepage runterladen. Da wird er sehen, dass dort nicht Suggestivfragen gestellt wurden oder brutale, bösartige Tricks angewendet wurden oder dass ihm das Wort im Mund umgedreht wurde. Nein, er hat das Bild gezeichnet, dass er am Rande informiert war, nichts entschieden hat. Aus den Chats wissen wir, das Gegenteil ist der Fall. Er hat die Entscheidungen getroffen, er war laufend informiert und er hat in Wahrheit die Fäden in der Hand gehabt. Und das geht nicht, dass ein Bundeskanzler die Unwahrheit sagt, weder vor einem Richter noch vor einem Staatsanwalt und auch nicht vor dem Parlament. Und da herrscht Wahrheitspflicht. Und wir verstehen, wieso seit 14 Tagen die ÖVP diese Kampagne fährt, schaffen wir doch die Wahrheitspflicht ab, weil sie damit natürlich eine Lüge vor dem Parlament quasi sagen wollen, na ja, kann jedem mal passieren. Nein, das kann nicht jedem mal passieren. Man muss nicht lügen. Im Gegenteil, man soll, denke ich, immer die Wahrheit sagen vor dem Parlament, egal ob man gerade im Plenum steht oder vor einem Untersuchungsausschuss ist. Aber diese Grenzverschiebungen, die die ÖVP hier macht, die würden, also wenn man das so liest, dann denkt man sich, man ist nicht in Österreich, sondern da geht es um Ungarn oder Weißrussland oder was auch immer. Das ist schon erschreckend, aber ich gehe davon aus, dass sobald Anklage erhoben ist, mit der rechnet er, ich auch, weil wir beide die Fakten kennen, dass er dann nicht mehr Bundeskanzler sein kann. Die Ministeranklage gegen Blümel, da braucht man eine Mehrheit im Parlament. Die Grünen haben angekündigt, Gernot Blümel weiterhin zu vertrauen, was man immer sich auch einwerfen muss, um zu dieser Einschätzung zu kommen. Beim Bundeskanzler ist anders. Da ist jetzt dann quasi zusammengeräumt. Wenn der Anklage erhoben wird, dann können die Grünen ihn noch nicht mehr stützen, deiner Einschätzung nach, wenn ich deinen Worten Glauben schenke. Also wenn Kogler und Maurer in den letzten Wochen haben sie immer wieder gesagt, für sie ist die Grenze eine Anklage. Bei Anklage kann es nur den Rücktritt geben. Wenn das Wort von Kogler und von Maurer zumindest ein paar Wochen hält, dann ist es dann soweit. Ja. Wir reden nicht von, wie sie in der Opposition waren, sondern wir reden von Aussagen im Februar, im März und im April. Das werden die beiden selber wissen. Da haben sie selber immer gesagt, Beschuldigtenstatus, also quasi darf er noch im Amt bleiben, aber sobald es eine Anklage gibt, muss das jeweilige Regierungsmitglied zurücktreten und das ist dann die Nagelprobe natürlich. Na, für uns ist das super. Beginn jetzt, dritte Staffel, gleich erste Sendung, Bundeskanzler wird als Beschuldigter geführt und wird wahrscheinlich verurteilt. Dann wahrscheinlich Auftakt, vierte Staffel im Herbst, Wahlkampf. Es bleibt also knusprig in der Republik. Danke, Jan, für deine Zeit. Alles Liebe nach Wien. Danke für die Einladung. Schönen Abend noch. Ob das gut ausgeht im Bund, bin mir nicht sicher. Aber in den Bundesländern, wenn wir uns ehrlich sind, rennt es ja auch nicht viel besser. Schauen wir nach Tirol. Da ist der Landesrat Tilg zurückgetreten. Sie wissen nicht, der alles richtig gemacht hat. Und zwar das auch sehr oft betont bei Interviews in der ZIP2. Der ist jetzt weg und man stellt sich unweigerlich eine Frage, was können die in Tirol eigentlich außer Germknödel um 45 Euro verkaufen? Nix, offensichtlich. Hunderttausende PCR-Tests, falsch, irgendwelche vergoben ohne Ausschreibung, aber alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Ich meine, die haben das ganze Menü serviert. Am Anfang sozusagen ein kleiner Gruß aus Ischgl in die ganze Welt, dann ein Amüsgöl, frisch importiert aus Südafrika mit frisch gestochenem Golfrosen, eingeflogen über Paris. Und jetzt gibt es nur ein frisch bestochenes PCR-Amüsu zum Drüberstrahlen. Und was haben sie davon? Alle geimpft! Und noch dazu mit der Gurdenwahl. Die hat nicht so Nebenwirkungen, weil vielleicht hat er zum Beispiel den schlechten Stoff kriegt. Der Wolfi Föhner, ein lieber Freund, muss man wirklich sagen, ein lieber Freund vom Sebastian Kurz, vom Werner Kogler, von allen, die hingehen und inserieren. Ich muss sagen, ich bin da ja auch dort gewesen. Aber ich war jung, ich habe das Geld gebraucht und erstens ist mir alles wurscht. Aber jetzt ehrlich, der Wolfi Föhner, das glaube ich nicht.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe den kennengelernt als sehr umgänglichen, feingeistigen Menschen, der eigentlich eine Vorliebe hat für das Gute. Einer, der Rilke, Goethe, Schiller, Oscar Wilde zitieren kann aus dem FF, zwischen den anderen derben Sachen, die er sagt, aber in Wahrheit ist ein falsch verstandener. Und da müssen wir von Bussi Fussi jetzt ein bisschen helfen, damit der Wolfgang Föllner nicht wieder solche Probleme kriegt. Und darum präsentieren wir weltexklusiv in Kooperation mit Langenscheid Deutsch, Föllner, Föllner, Deutsch. Wenn der Wolfgang Föllner zum Beispiel sagt, du depperte Sau, wie schaust du aus, du blöde Funzen? Dann meint er eigentlich, ich würde ehrlich gesagt eine andere Schlagzeile formulieren. Wenn er sagt, du Schirche bei uns Kache, bedeutet das bei Wolfgang Föllner? Ich respektiere deine unterschiedliche Meinung, finde meine aber immer noch besser. Nicht einmal im Finstern möchte ich die pudern. Verwendet Wolfgang Föllner, wenn er ausdrucken möchte? Ich würde dich bitten, die Abendausgabe noch einmal zu redigieren. Und ein für manche missverständliches, oft gebrauchtes Gescheißen bedeutet? Das war ein guter Tag. Jetzt machen wir einmal Feierabend. Na eben, alles nicht so schlimm, wie den die Medien sagen. Man versteht ihm halt nur falsch. Was braucht eine Show wie unsere, die auf Okto läuft, noch Besonderes? Wir brauchen Musik. Und da der Elton John keine Zeit hat wegen der Corona, singen wir selber den Wofe-Song. Sie werden die Melodie erkennen, die haben wir geflattert. Erster so ein Griff auf so ein Popschau. Für was ist so ein Popschau sonst denn gut? Aber wegen hysterische Weiber ist der Wolfgang jetzt a Zeitl fort. Erst da so ein Griff auf so ein Popschau. Ist im Vergleich zu allen anderen Problemen, die wir haben, doch völlig schnurz. Und wenn das alles so tragisch war, kriegt der Wolfi dann 20 Mille im Jahr vom Kurz. Wenn ich in dem Land was zum Song hätte, ich streiche dir noch alles, jedes Inserat, kein Euro, keinen Cent. Und ich gebe die Kohle endlich dorthin. Arbeitslose, Kinderbildung, was in unserem Land heute brennt. Ich war ja eigentlich nur logisch, wenn der Herr Föllner da in der Woche im Falter wäre, aber die Woche ist die Elli Köstinger, wie man der aktuellen Ausgabe entnehmen kann. Der Falter ist im Übrigen für die Hirnlosen, die uns zuschauen, kein Schmetterling. Nein, das ist eine Zeitung und eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wobei, von Sommer brauchen wir eh nicht reden, so wie es bei uns da gerade oberbrunst, darum trauen wir ja herinnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht das Wetter schon wahnsinnig am Arsch. Apropos Regen. Im Regen stehen gelassen werden nicht nur Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer, Arbeitslose oder überhaupt Leute, die es nicht richten können, sondern auch die Beschäftigten von MAN Steyr. MAN Steyr, 2.500 Beschäftigte, Volkswagen-Konzern, riesengroß, haben ein bisschen Geld, kriegen ein bisschen viel Geld vom Steuerzahler auch, haben eigentlich eine Standortgarantie abgegeben. Das heißt, dass diese Arbeitsplätze dort bis 2030 gesichert sind. Ja, die dürfen dort keinen raushauen, bis 2030. Jetzt wollen sie das Werk aber zutrauen und sagen, ätschi pätsch, weil nichts packt der Sun Servanda, weil die Bifke kennen kein Latein offensichtlich, sondern sucht sich einen Haken und wir suchen einen Käufer. Jetzt haben sie ihn gefunden und wie es halt in einem Märchen ist, da gibt es immer einen Wolf. Nein, nicht der Wolf, nicht der Armin, der ist auch märchenhaft und ganz lieb. Grüße an dieser Stelle. Sondern der Siegewolf. Das ist so der Kernöl-Ziehsohn von Frank, der sagt, ja, muss man ein bisschen schauen auf die Werte in Steyr, da gehen wir ein bisschen Geld hinein, gehen wir einen Samen rein und dann können wir wieder ein bisschen Busse, Busse, Busse produzieren, weil dort werden auch Busse produziert. Gut, der sagt jetzt, naja, ein paar Leute übernehme ich und die Raiffeisen Oberösterreich macht mit und ein paar andere auch und war total erbost, dass die Belegschaft dort in einer ersten Abstimmung sein, wie nennen wir es, Friss- oder Stirb-Angebot abgelehnt haben. Und er hat sich darüber beschwert und hat gesagt, naja,
Das haben die nur gemacht, weil der Betriebsrat gesagt hat, stimmt's dagegen, weil dann muss der Wolf nachbessern. Und was hat der Herr Wolf gemacht? Er hat dann nachbessert. Also irgendwie, man verliert irgendwie den Überblick. Und damit wir da ein bisschen ins Thema einfinden und mit wem sprechen können, der sich da auskennt, haben wir über Zoom mit der Chefin der oberösterreichischen SPÖ, Birgit Gersdorfer, gesprochen, die da ein bisschen Licht ins Dunkel in Steyr bringt. Frau Gersdorfer, was ist denn da los in Steyr? Zuerst gab es ein Angebot von Herrn Wolf, das war angeblich super. Dann hat die Belegschaft gesagt, nein, wollen wir nicht. Jetzt hat er verbessert, ist jetzt besser. Was ist denn da überhaupt los bei euch? Da kennt sich ja keiner mehr aus. Naja, wir haben ein Unternehmen, das schwarze Zahlen schreibt, das profitabel ist, und dann kommt sozusagen ein Superreicher, der sich auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da ein Werk krallen will, weil immer ein Volkswagen-Konzern die Arbeitsplätze in Billiglohnländer transportieren will oder auslagern will, und das auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die haben einen Standardsicherungsvertrag, der seitens der Arbeitnehmerschaft eingehalten wird. Das heißt, die produzieren seit langer Zeit jeden Tag 2 Lkw gratis für das Unternehmen, und das Unternehmen hält jetzt diese Verträge nicht ein. Und dann kommt Sigi Wolf und macht ein Angebot, das ist eins zwischen Pest und Cholera, zu entscheiden für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und sie haben sie nicht erpressen lassen, das finde ich super. Sie haben die innerbetriebliche Demokratie genützt. Sie haben abgestimmt und haben gesagt, nein, wir halten zusammen und wir lassen uns unter diesen Bedingungen auf gar keinen Fall verkaufen. Und das ist eine tolle Sache. Normalerweise ist es ja so, dass gerade der Herr Bundeskanzler sich in Themen einmischt, die ihm nichts angehen. Er fährt zum Sozialgipfel nach Porto und der eigene Sozialminister, der ist nicht hinfahren. Beim Impfen ist er vorhin dabei, Sputnik hat er halt vergessen. War der eigentlich einmal in Steyr und hat da mit den Mitarbeitern geredet, oder haben wir da was übersehen? Nein, da hat man nichts übersehen. Es ist ziemlich aufgelegt. 2 Tage nach der Abstimmung im MAN-Werk, das war am Mittwoch, ist er in Oberösterreich gewesen, in Amsfelden. Dort ist ein Impfstrassel besucht worden, statt der Belegschaft in Steyr. Die hätten ihm sicher einiges zum Erzählen gehabt, auch Vorschläge, wie man das Steyrer Werk vielleicht unterstützen konnte oder sogar retten konnte, oder vielleicht mehr Arbeitsplätze als wie die angebotenen 1250 Arbeitsplätze. Also da ist viel verpasst worden, und der Landeshauptmann hat in einer Rede des Landtages auch nicht sehr viel Hoffnung aufkommen lassen, weil er dort auch gesagt hat, das ist bitter, ist aber unverrückbar, dass MAN schließt. Also die ÖVP hat nicht sehr viel Hoffnung in diesen Standort offenbar. Wird sich die ÖVP so um MAN Steyr und die Beschäftigten dort kümmern, wie darum, dass einer ihrer Spender, KTM-Chef Bierer, ein Museum gefördert kriegt, wird es auch besser ausschauen, oder? Ja, da wird sicher besser ausschauen, wobei es geht ja noch gar nicht um eine Spende, sondern eigentlich ging es um eine Beteiligung, aber der Chef der österreichischen Beteiligungsgesellschaft, der hat viel Hocken mit Fotosortieren, 2500 angeblich, statt dass er sich um 2500 Leute kümmert und Arbeitsplätze sichert. Was in einer Umfrage wird jetzt gesagt, dass der SPÖ zugetraut wird, am ehesten für die Beschäftigten dort eine Lösung zu erreichen. Bei allen Problemen, die man jetzt hat, sich gegenüber dem Kurzer im Bund irgendwie zu profilieren, auch medial durchzukommen, zeigt es doch, dass die Beschäftigten dort zumindest eine starke Tradition und ein starkes Bewusstsein haben, vom Organisiertsein in einer Gewerkschaft, um sich gegen das Großkapital durchzusetzen. Das ist doch ein mutmachend für euren Wahlkampf jetzt, der kommt, ne? Das ist eine super Sache. Also wir freuen uns sehr, oder ich freue mich auch sehr, dass das Zeugnis ausgestellt worden ist. Und warum ist das? Da gibt es rote Betriebsräte, da gibt es rote Gewerkschaften, die dahinter sind. Da gibt es die SPÖ als Partei der Arbeitenden, die vor Ort ist. Die Pamela Rendi-Wagner war vor Ort, ganz im Gegenteil zum Herrn Bundeskanzler. Dort spürt man die Sozialdemokratie, und wir sind auch laut in den Medien und sagen auch, dass wir Ideen haben, und die Kehrerten halt auch wirklich ernst genommen. Dann, glaube ich, kann das gelingen. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wir wissen ja nicht, was die nächsten Tage und Wochen passiert.
Aber es zeichnet sich ab, dass zumindest ein Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort den Arbeitsplatz behalten wird können. Und das wäre dann quasi schon ein Sieg mit der Belegschaft, weil hätten sie gleich bei der ersten Abstimmung zugestimmt, wäre das Ergebnis ein wesentlich schlechteres gewesen. Ja, das ist sicherlich ein Sieg der Gewerkschaft, aber auch der Belegschaft, weil die sind ja hingegangen und haben ihre Entscheidung getroffen. Und alles, was besser ist als die 1250 ursprünglich geplanten Arbeitsplätze, die man halten will, ist natürlich ein Sieg und zeigt, dass das Kämpfen um Arbeitsplätze einen Sinn macht. Alles, was eine Verbesserung im Sozialplan bedeutet für die, die vielleicht doch nicht übernommen werden können, ist eine Errungenschaft, weil auch in diese Richtung geht's. Und die wirkliche Krönung wäre, wenn es dort tatsächlich eine Forschungsgesellschaft gäbe, die diese Veränderung der Antriebstechnologien, also von den klassischen Antriebstechnologien hin in die neuen und nachhaltigen Antriebstechnologien entsprechend beforscht, dass Steyr, und das war es ja immer, der Industriestandort in Oberösterreich bleibt und die Fahrzeugproduktion dort weiterhin den Stellenwert hat. Ich sage danke, wir bleiben natürlich solidarisch mit den Beschäftigten in Steyr und stehen an deren Seite. Danke, Frau Gerstorfer, für Ihre Zeit und alles Gute. Na bumm, ist das nicht arg? Ich meine, du glaubst, du hast fix einen Arbeitsplatz bis 2030, kaufst eine Wohnung, denkst an Nachwuchs und dann passiert da sowas. Apropos Nachwuchs, am Ponyhof bei uns gibt es auch massig Nachwuchs und wie immer ein Tier der Woche. Und ich bin mir sicher, Sie freuen sich schon, die Birgit Dagsböck wiederzusehen, so wie ich. Zu der schauen wir jetzt aus. So, heute mal ein bisschen ein ungewöhnlicher Angangsweg zu dir. Birgit, schön wieder. Hallo Rudi. Endlich wieder da. Hörst. Ja, ich freue mich auch, dass ihr wieder da seid. In einer ungewohnten Situation. Ja, und zwar komme ich jetzt gerade mit zwei heute schon weit gereisten Neuzugängen. Aha. Das sind zwei Lockengänse, Gustav und Gundi. Und wir haben gesagt, jetzt nutzen wir mal die Gelegenheit, gleich den spannenden Moment auf Film zu bannen, wo wir sie aus ihrer Transportbox lassen. Und es kann jetzt gefährlich sein, weil die könnten mich attackieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber ja. Tiere, die einen Stress haben, und das haben die jetzt selbstverständlich, weil sie einen längeren Transport hinter sich haben, kann man also jetzt nie voraussehen oder voraussagen, wie sie sich genau verhalten werden. Aber wir wollen ihnen auf jeden Fall keinen Anlass für unnötigen Stress geben. Du hast ihnen da eine Badewanne hergekriegt? Es ist so, dass die jetzt schon einige Stunden in dieser Box sind und dementsprechend auch verschmutzt. Gänse kacken ja sehr flüssig. Und ich möchte ihnen gleich mal zeigen, wo sie sich baden können. Lockengänse sind keine richtigen Schwimmer, aha, weil durch die gedrehten Federn sauft sich das Federkleid mit Wasser voll. Also das ist dieser Wasserabperlender Effekt von den Wasservögeln. Der fehlt da. Das ist eine... Lassen wir es einmal raus und dann... Ja, so. Wir das weg. Wir haben jetzt einen kurzen Cut gemacht, weil die Gänse werden sonst 3 Stunden drin gesessen. Die Birgit hat sie mit Futter motiviert, die Box zu verlassen. Das hat hervorragend funktioniert. Die Birgit ist gewaschen, die Gänse auch. Hallo Gustav, willkommen am Ponyhof Holzmühle. Jetzt kannst du uns voller Stolz sagen. Ja, da kann man nämlich wirklich stolz drauf sein. Es gibt einen einzigen Zoo in Österreich, der die Lockengänse zeigt. Das ist der Steppentierpark Pamhagen. Und das ist eigentlich auch kein Zufall, weil die Rasse aus Ungarn stammt. Also ursprünglich sind die ersten gelockten Gänse am Schwarzen Meer aufgetaucht und haben sich von dort bis Mitteleuropa ausgebreitet, sind aber in Österreich und Deutschland sehr selten. Es ist eine alte, vom Aussterben bedrohte Gänserasse ohne wirtschaftliche Bedeutung. Das gelockte Fieder, was man da sieht, das ist durch eine Mutation entstanden. Also das ist eine spontan auftretende Veränderung der Erbanlagen und die Leute haben das dann weitergezüchtet. Es ist eine Ziergans sozusagen. Wie ich schon gesagt habe, sind keine perfekten Schwimmgänse. Und die Frau ruft nach ihm. Jetzt lassen wir ihn runter. Ja, genau. Schau, jetzt tun wir es versöhnen da. Warte mal, schon langsam. Tun wir ganz langsam zusammenbringen. Ui! Ey! Na, die hat es aufgestellt. Es stellt im Moment in Österreich wahnsinnig viel Leute auf. Mit Corona, das wissen wir, was die wenigsten wissen, ist, dass es Long-Covid gibt und mehr als 100.000 Leute davon betroffen sind.
Eine der Betroffenen ist nicht Gustav Ganz oder die Kunde Ganz, sondern ist die Yvonne Anreiter, die heute mit ihrem Mann Herbert da ist, der jetzt drin war. Ich glaube, du gehst dich umziehen und ich rede mit unseren Gästen. Ja, aber geduscht wäre ich schon mal. Ja, hervorragend. Schön wieder da zu sein, Birgit. Willkommen zurück. Und wir gehen zu unseren Gästen. Ah. So, jetzt vom Gustav Ganz. Wie angekündigt, zu zwei Gästen, auf die ich mich besonders gefreut habe. Corona ist ja Thema, logischerweise seit Pandemiebeginn, nicht. Was leider zu wenig besprochen wird, sind Auswirkungen, die man durch eine Corona-Infektion haben kann, die ja bleiben. Man nennt es Long-Covid. Eine Betroffene mit ihrem Ehemann ist heute da, nämlich die Yvonne Anreiter mit dem Herbert Anreiter. Grüß euch. Hallo. Man sieht ja nicht an, dass du schlecht geht eigentlich, quasi. Ja. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Aber es geht mir schlecht. Außerdem war sie früher immer ein bisschen besser, also eine andere Gesichtsfarbe. Also sie ist schon sehr blass, auch eigentlich sehr regelmäßig blass, manchmal ja richtig gelb. Aber ja, also man sieht schon ein bisschen, wenn man sie von früher erkennt. Ne? Ja, wir kennen uns ja von früher, weil du bist ja so eine Art Hugo-Mama. Du hast ja dem Hugo und mir so liebe, haben wir in der Sendung präsentiert, Gesichtsmasken und alles gnade und jetzt auf einmal kannst du nicht mehr nahen. Das ist richtig, ja. Wann, wie war das? Erzähl mir das einmal ein bisschen. Die Infektion war wann? Die Infektion war Anfang November. Voriges Jahr, also 20. Genau, Anfang November 2020. Also ich bin am 4. November krank nach Hause gegangen quasi, aus der Ausbildung, die ich gerade gemacht habe. Und dann war es so, dass das sich furchtbar gezogen hat. Ich habe immer den Eindruck gehabt, ein paar Tage und dann wird es wieder gehen. Und das wurde aber nicht. Ja. Also es hat länger und länger und länger gedauert. Immer wieder gab es so Zeiten, wo man sich gedacht hat, man ist am Weg der Besserung, aber das hat dann den nächsten Tag gleich wieder anders ausgeschaut. Und ich habe dann versucht, nach 5 oder 6 Wochen wieder die Ausbildung weiterzuführen. Das war ganz unmöglich. Ich habe also so viele Symptome gehabt, die ich jetzt eh auch noch habe, wie Kopfschmerzen, massive Sehstörungen zum Beispiel, ganz schlimme Bauchschmerzen, dass ich mir nichts merken kann. Das ist dann auch noch viel schlimmer geworden. Also Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen, Brain Fog nennt man das. Und das war eigentlich unmöglich. Und ich bin dann am 28. Dezember quasi wieder in Krankenstand gegangen und aus dem nicht mehr rausgekommen. Also ich bin nach wie vor nicht arbeitsfähig. Was hat man da? Also die Symptome sind ja beschrieben, wenn man Corona-Infektion hat, man hat dann Husten, man ist schlecht und so weiter. Mhm. Was hat man bei diesem Long-Covid? Wenn man dann Long-Covid hat, dann ändert sich das ein bisschen. Es gibt schon viele Long-Covid-Patienten, die dann noch Beteiligung der Lunge haben. Bei mir war die Beteiligung der Lunge von Anfang an nicht so schlimm und das geht mir von daher ganz gut auch. Der Großteil der Long-Covid-Patienten hat das sogenannte Mastzellaktivierungssyndrom. Das ist das, ich sage immer, wenn man Long-Covid hat, dann hört das Immunsystem einfach nicht mehr auf zu kämpfen, obwohl der Virus quasi schon bekämpft ist. Und es bekämpft und bekämpft und bekämpft und weil nichts Fremdes da ist, bekämpft es halt den eigenen Körper. Das ist dieses Mastzellaktivierungssyndrom. Das heißt, es ist bei mir ganz viel entzunden. Es ist mein ganzer Verdauungsbereich entzunden, es sind aber mein Hals ist entzunden, ich habe Ohrenschmerzen. Also durch den ganzen Körper arbeiten sich diese Entzündungen. Und das hast du immer? Das habe ich, seit ich das habe. Also jetzt schon fast ein halbes Jahr. Die ganze Zeit. Und was kann man dagegen tun? Nichts. Naja, was kann man dagegen tun? Also es ist ja das Mastzellaktivierungssyndrom nur eines der Teile, aber etwas, was eben der Großteil der Patienten hat und was auch den Großteil der Problematik ausmacht. Man kann gegen das Mastzellaktivierungssyndrom insofern was tun, als man viele Dinge rundherum tun kann, um eine gute Bedingung zu schaffen, dass das wieder gut wird. Ja, also es ist so, die Mastzellen, die da eben so in Aufruhr sind, die erneuern sich alle 6 Monate. Das heißt, jedes Monat erneuert sich ein Sechstel der Mastzellen. Und wenn man für diese Mastzellen eine ruhigere Umgebung versucht zu schaffen, als diese stressige, aufgeregte, dann hat man gute Chancen, dass man davon wieder gesund wird. Ihr seid verheiratet, habt 2 Söhne. Oder beziehungsweise lebt es mit 2 Buben? 2 unserer Söhne leben bei uns, genau. 2 eurer Söhne leben bei euch. Einer hat es gehabt, der andere nicht. Du hast es gehabt, aber du hast es auch nicht gehabt. Genau. Bevor wir daheim flogen, schlafen die nicht im selben Bett, das tut ihr. Ja, tun wir. Haben wir auch in den 5 Wochen, wo es ganz akut war, getan, weil so viel. Also, ich habe keine Lust gehabt, auf der Couch zu schlafen draußen und irgendwie haben wir es am Anfang ja wochenlang gar nicht gewusst.
bis dann quasi, also es vergeht ja Zeit, nicht? Am Mittwoch oder so kommst du nach Hause, geht dann nicht gut, am Freitag kommt dann die Hausärztin auf die Idee, dann machen wir einen Test und am Dienstag am Abend kam dann die Info, es ist positiv, ne? Da ist eine Woche vorbei, da denkt man sich dann, naja, jetzt gehe ich auch nicht mehr ins Wohnzimmer. Nicht? Und welche wurscht ist. Ja, also irgendwie schon. Nicht? Also ich meine, vielleicht wäre es auch nicht wurscht gewesen, vielleicht hätte es noch passieren können, aber das haben wir halt nicht gemacht und trotzdem habe ich es nicht gekriegt. Glück gehabt, sage ich. Wobei man sagen muss, du hast mich einfach auch gepflegt und du tust das nach wie vor. Also es ist ja so, weil du gesagt hast, der Herbert kocht. Ja, der Herbert kocht, weil ich kann nicht. Ich Warum? Bin einfach viel zu erschöpft. Das wäre viel zu anstrengend für mich, wenn ich kochen müsste. Und wenn der Herbert nicht zu Hause ist, dann schneidet er mal das Gemüse vor und richtet mal alles her, damit ich das quasi mit relativ wenig Aufwand und Kraft machen kann, weil ich mich auch nicht so anstrengen darf, weil ich sonst wieder meine Möglichkeit, gesund zu werden, gefährde. Das heißt, das ist nicht psychisch, dass man quasi depressiv ist und deswegen die Nein. Kraft nicht hat, sondern der Körper hat die Kraft. Der Körper kann nicht, ja. Natürlich werden viele Long-Covid-Patienten depressiv und ich denke mir immer, also einerseits ist das chemische Gleichgewicht im Körper einfach durcheinander, andererseits denke ich mir, ist es nicht verwunderlich, weil wenn du tatsächlich den ganzen Tag quasi nicht viel anderes tun darfst, als dich zu schonen und ja dann auch keine Sozialkontakte oder sowas haben kannst, dann wird man halt leicht depressiv. Weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt ein bisschen so eine Henne-Ei-Geschichte. Ja? Aber also mir geht es, muss ich sagen, da sehr gut, Gott sei Dank. Aber ich darf halt, ich kann kaum was machen und ich darf kaum was machen. Also meine Leistungsfähigkeit ist eine Stunde am Tag. Wenn es gute Tage sind, wenn es schlechte Tage sind, kann ich gar nicht zum Beispiel lesen oder sehen. Ich habe wahnsinnige Sehstörungen und bekomme dann auch gleich Kopfweh oder so. Und das heißt halt sofort zurückfahren, weil wenn ich über das drüber gehe, wie man das normalerweise machen würde, wenn man mehr Kraft bekommen möchte, dann gefährde ich eben die Möglichkeit, dass ich geheilt werde. Und das möchte ich nicht, weil ich habe im Moment noch eine ganz gute Chance, gesund zu werden. Wenn ich aber jetzt all diese Dinge nicht mache, man nennt das Pacing, wenn ich also nicht auf diese Grenzen achte, genau, dann werde ich chronisch krank werden und dann werde ich Jahre oder Jahrzehnte lang am Chronik-Fatigue-Syndrom erkranken. Man sagt ja, dass 10-15% aller derjenigen, die Infektion gehabt haben, Long-Covid-Patienten werden und bei manchen schneller wieder vorbei. Wie lange das bei Leuten dauern kann, weiß man nicht, weil den Scheiß gibt es ja erst seit anderthalb Jahren. Ja. Wobei man schon Erfahrungen hat, weil es schon auch früher infolge von Viruserkrankungen postvirale Erkrankungen gegeben hat. Also ein bisschen Erfahrungswerte hat man schon, aber tatsächlich weiß man nicht, wie lange das jetzt dauern wird. Ihr seid unter anderem deshalb da, weil du in sozialen Medien, die schon seit Monaten aufregst, quasi, dass Long-Covid kein Thema ist. Ja. Auch von der Politik nicht. Du hast gesagt, der Wahnsinn, vor allem Kinder betrifft es auch noch mehr als Erwachsene. Tatsächlich ist es bei Kindern ein größerer Prozentsatz, der Long-Covid bekommt. Ja. Es sind zwar natürlich insgesamt weniger Kinder derzeit, die erkranken, aber von denen, die tatsächlich Corona kriegen, ist dann ein höherer Prozentsatz von Langzeitfolgen betroffen, was natürlich schon ein Wahnsinn ist. Und so Aussagen von ganz hochrangigen Politikern, da sind ja eh nur Kinder betroffen, da weiß man halt, er hat keine. Ne? Also offensichtlich macht er sich keine Gedanken darüber, der Herr Bundeskanzler, ob da das betroffene Kinder zwar ja in einem hohen Prozentsatz einen leichteren Verlauf haben und schneller wieder gesund werden, aber für, was es für die bedeutet, die da trotzdem betroffen sind. Ne? Ich mein, das ist, was war deine Botschaft an die Politik? Du warst ja jahrelang in der Politik, heute darf man gar nicht mehr sagen als Grüner wahrscheinlich. aber wenn du was wünschen kannst? Ja, also wenn ich mir was wünschen kann, ist, dass man, es gibt zweierlei, aber das wird dann vielleicht die Yvonne Ehner noch sagen, was sie sich jetzt quasi im Zusammenhang mit Long-Covid wünscht. Aber ich bin vor allem auch der Meinung, dass natürlich auch die Vermeidung nach wie vor von Gefahreninfektionen, also dieses Lockerlassen, dieses plötzliche Schnelle, wird mehr Infektionen hervorrufen und in der Folge davon natürlich auch mehr Long-Covid-Kranke, die dann länger darunter leiden. Und was mich wahnsinnig aufregt, ist diese Geschichte, dass alles immer an diesen Intensivbetten gemessen wird, nicht? Also ich meine, das muss man anerwischen. Ist also alleine die Tatsache, wenn man sich das, es wird immer so da, als wäre, solange jeder, der krank ist, ein Intensivbett garantiert hat, ist alles Palette und alles passt. Aber das Problem ist, nur 2 von den 3 Leuten, die in den Intensivbetten liegen, kommen lebend wieder raus.
der Rest kommt im Sarg raus. Und ich meine, nichts ist Palette, wenn ich ein Intensivbett habe. Ja, vor allem die, die dieses Intensivbett überleben, spüren das ein Leben lang. Genau. Der Appell an die Politik zum Long-Covid-Thema. Mein Appell an die Politik. Was sollen die Hanseln und Gretel tun? Also es gibt zwei Dinge, die mir wirklich ein großes Anliegen sind. Das erste ist, dass man ganz dringend die Allgemeinmediziner informieren muss über die medizinischen Grundlagen von Long-Covid. Das ist immer noch so, dass ich wirklich jeden Tag von verzweifelten Leuten in den sozialen Medien lese, die beim praktischen Arzt, wenn er gesagt hat, naja, haben Sie halt Geduld oder naja, stellen Sie da nicht so an oder naja, tun Sie halt nicht dies oder das und einfach keine Ahnung haben, wirklich keine Ahnung haben und noch nie was von einem Mastzellaktivierungssyndrom gehört haben. Ja, nicht. Ja, du bist aber ja aber auch kein Mediziner. Entschuldigung. Ja. Ja, ja. Ja, das ist total okay, dass du das noch nicht gehört hast, aber es wäre wichtig, dass wir jetzt, wo wir über ein Jahr diese Pandemie haben und wo wir jetzt sicher schon ein Jahr Menschen haben, die da wirklich, wirklich, es ist ja eine starke Einschränkung, ich habe sehr viel Schmerzen, ich habe wahnsinnig viel Medikamente. Die Mediziner müssen das wissen, damit sie die Leute richtig behandeln können. Aber es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis man das auch herausgefunden hat. In Wahrheit hat es auch gedauert, bis man auch auf diese Geschichte, auf den Begriff Long-Covid gekommen sind und worum es da geht und irgendwie haben wir dann einmal Glück gehabt oder auch nicht, weil wir natürlich viel recherchiert haben und da irgendwie auch imstande sind, sich zu erkundigen, was gibt es, was kann sein. Wir fühlen uns jetzt gut behandelt, aber das ist halt auch nicht so und es gibt ein anderes Problem, das nach wie vor immer noch da ist und das ist das mit der Gebietskrankheit, also mit der österreichischen Gesundheitskasse. Ja. Ne? Was macht die? Die Problematik ist, dass die österreichische Gesundheitskasse oder die Chefärzte dort offensichtlich auch noch nicht genug Bescheid wissen. Es ist zwar schon so, dass die jetzt langsam Bestrebungen haben, an sich als ÖGK ein bisschen über Long-Covid nachzudenken und da Dinge zu tun, aber ich bin jetzt zum Beispiel wieder abgeschrieben mit nächster Woche. Also ich soll jetzt quasi nächste Woche wieder arbeitsfähig sein. Das wäre ich eh wahnsinnig gern. Das ist leider völlig unrealistisch. Ich bin in der Zwischenzeit zweimal abgeschrieben worden, ohne dass man mir es gesagt hat. Und ich bin brav zum praktischen Arzt gegangen, zu meinen Untersuchungen. Gell? Und irgendwann hat die Ärztin gesagt, die Karte funktioniert nicht. Und es stellt sich heraus, ich bin vor Wochen abgeschrieben worden. Keiner hat mir das gesagt, ich bin nicht mehr versichert. Das gibt's ja nicht. Oh, ja, haben die gemacht. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, dass die österreichische Gesundheitskasse die Menschen in Ruhe gesund werden lässt. Weil auch wichtig, wenn man Long-Covid hat, ist, dass man sich von Aufregungen fernhält. Und ganz ehrlich, wenn es plötzlich nicht versichert bist, das regt dich ziemlich auf. Das glaube ich. Das ist ziemlich eine würde Geschichte, um ehrlich zu sein, weil man ja auch viel Medikamente braucht und Untersuchungen. Und das, der Punkt war ja dann plötzlich, hat sie gesagt, ich kann kein Rezept haben. Es ist. Das heißt, die Gesundheitskasse weiß in der Regel nicht, was zum Tun ist und schreibt die Leute wieder gesund. Die Ärzte wissen in der Regel nicht im niedergelassenen Bereich, wo es das überhaupt ist. Genau, und behandeln die Leute nicht richtig. Und behandeln die Leute nicht, weil es ja keine Vorgaben offenbar gibt. Genau. Ich habe es zum Beispiel meinem Vater erzählt, dass die Yvonne heute kommt und der Papa hat das irgendwie so gesagt, quasi, das ist so wie früher mit dem Burnout. Ne? Da hat es auch noch kein Burnout gegeben, dann kam die Diagnose Burnout, dann haben sie alle Burnout gehabt und heute haben sie alle Long-Covid. Genau. Aber das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ne? Weil das ist ja tatsächlich so manifestiert, dass du einfach, ich meine, das hatte ich für dich auch als Partner, ist ja Wahnsinn. Ja, es ist ein Wahnsinn. Wir sind also, voriges Jahr hat man ja im Prinzip im Frühjahr auch nicht viel tun können, aber wir haben E-Bikes und wir sind halt dann quasi jede freie Minute, die wir gehabt haben, rausgefahren. Da brauche ich nicht drüber nachdenken, dass wir das machen, also zu zweit nicht. Ja? Also würde ich auch gar nicht riskieren wollen, dass ich sie aufsteigen lasse, weil die 5 Minuten, die es ja gut geht, okay, aber was ist dann auch? Nicht? Also das ist eine Einschränkung und ich meine, mittlerweile ist sie sozusagen schon viel länger wach am Tag, aber es gab halt doch Zeiten, wo es quasi 1-2 Stunden am Tag wach war und den Rest verschlafen hat. Tatsächlich? Ja. Ja. Und wie viele Leute betrifft das jetzt in Österreich? Naja, also in Österreich. 100.000 werden es sein, ne? An die 100.000 werden es wahrscheinlich schon sein, ja. Ich habe jetzt die infizierten Zahlen nicht ganz im Kopf, muss ich gestehen. Naja, Sie sagen aber so, ungefähr eine Million war schon gewesen. Ja, aber es ist halt nur 50.000. Es ist wurscht, es hat ja auch Auswirkungen am Arbeitsmarkt, weil wenn man nicht weiß, wie lange das dauert, dann hat es auch Auswirkungen natürlich in den Familien, das ist ja Katastrophen. Ja. Und dann gibt es ja, ihr seid glaube ich jetzt nicht unmittelbar vom Prekariat bedroht, hoffentlich, ne? Ja, oder schon. Es geht aber aus. Erfreulich ist die Situation auch nicht. Nein, aber es gibt ja welche, aber die betrifft noch Ärger. Ne? Ja, und es gibt dann, was mir dann schon noch am Herzen liegt,
Mütter, die für ihre Kinder eigentlich, sage ich jetzt einmal, zuständig sind, die ihre Kinder versorgen müssen. Und ich weiß nicht, ich bin so froh, dass meine Kinder schon so groß sind, ich weiß nicht, wie ich das machen sollte. Wenn die noch kleiner wären, es wäre unmöglich. Ich kann nicht. Ja? Also natürlich, irgendwie kann man dann, weil man ist diszipliniert und Mutter geht über alles und die Kinder müssen versorgt werden. Aber diese Menschen werden nicht mehr gesund werden. Wir verurteilen diese Menschen dazu, dass sie womöglich ihr Leben lang krank sind. Ja, vor allem muss man sich ergeben, da wird es zu Situationen kommen, Leute stehen mitten im Leben, haben gut verdient, haben ein schönes Leben gehabt. Und dann treibst du die eine in die Mindestsicherung, in Wahrheit ein lebenslang, ja. Genau. Wenn die nichts kriegen. Ja. Naja, es gibt ja manchmal die Empfehlungen der ÖGK, gehen ja schon in Richtung, na, dann gehen halt in Pension. Ne? Ich mein, aber was das halt in unserer Gut, Zeit... Gut, bei dir, das verstehe ich, du hast schon glotzen, da kann man sagen, du bist ja so weit, aber bei deiner Frau, ja, ich sage, das ist noch ja, ich sage nicht in Pension gehen. Nicht. Aber das Ding ist tatsächlich, das macht finanziell einen Unterschied und in der heutigen Zeit bleibt da dann auch natürlich nicht mehr so viel und das wird auch eine Katastrophe, wenn es da die Leute dann halt irgendwie, ich meine, es ist für Leute, die vorher gearbeitet haben und dann Krankengeld kriegen, ja auch schon ein Wahnsinn, wie viel weniger das ist und wenn das dann immer so bleibt, naja, das ist schon eine wesentliche Einschränkung und du sagst es, das sind einfach aber keine Leute, die vorher schon irgendwie eh halt krank durch die Gegend gekrochen sind, sondern das sind Leute, die ganz normal gelebt haben und halt irgendwie das Pech haben, dass vielleicht in ihrem Körper irgendwie das Potenzial dafür da war, wenn irgendwas ausgelöst wird, durch diese Krankheit irgendwie heftiger reagieren als andere. Aber und das können nur mehr gesagt, das können Leute kriegen, die einen asymptomatischen Verlauf haben. Ja. Auf rein von mir hat jetzt auf einmal Epilepsie. Richtig. Als Long-Covid-Folge und da gibt es mehrere. Egal wie jung man ist, egal ob man eine Vorerkrankung hatte oder nicht. Ja, das heißt, es kann in Wahrheit jeden, wurscht welchen Alters, treffen und man sagt ja, laut Studien hast du mal im Vorgespräch erzählt, dass sogar mehr Kinder trifft als Erwachsene. Ja. Das heißt, jetzt wird durch Seuchung gefahren, weil die Kinder können ja noch nicht impfen, die Schulen sind nicht sicher ausgestattet. Das heißt, es wird jetzt quasi viel kleine und große Yvonnes geben, die sich die nächsten Monate anstecken und mit Long-Covid überbleiben. Ja. Und das ist halt, also ich möchte mir es auch für Kinder wirklich nicht vorstellen, weil ich sehr, sehr viel Schmerzen habe, das möchte ich keinem Kind zumuten und gerade diese Einschränkungen im geistigen Bereich, ich stelle mir das für Kinder und Jugendliche katastrophal vor. Ja? Also ich kann mich beruhigen, wenn ich plötzlich nicht mehr weiß, was Schöpflöffel heißt oder was ein Backblech ist. Ja? Und das kommt vor, dass ich in der Küche stehe und zu meinem Sohn sage, wie heißt das? Backblech, ja? Weil ich es nicht mehr weiß. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, was das auch für Psychen von Kindern ausmacht, wenn die plötzlich, weißt du, so ganz normale Sachen nicht mehr wissen. Das ist ja schon auch beängstigend. Ja, vielleicht hat der Bundeskanzler Kurz, meine Damen und Herren, doch Long-Covid gehabt, wenn er nicht mehr weiß, wann man zurückzutreten hat. Dann nämlich, wenn man als Beschuldigter geführt wird, könnte den Blümel auch treffen. Es ist bedrückend, das zu hören, das muss ich wirklich sagen. Und ich danke dir so, dass ihr zwar gekommen seid, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du dich jetzt da aufmachst, aber... Ich habe ja gesagt, erstens haben wir ein Ladekabel fürs Auto, zweitens haben wir Viecherl am Hof, dass und du ich kann mich ausruhen zwischendurch. Und du kannst dich ausrosten. Aber ich muss auch sagen, es geht einfach nur, weil der Herbert das macht. Ich hätte weder Auto fahren her können, noch, ja, gut. Weiß ich nicht, zusammenpacken ohne oder sonst was. Ohne uns Männer geht halt, das der Föhner sagen, ohne uns Männer geht halt gar nichts. Ja. Meine Damen und Herren, nicht lustig. Long-Covid-Riesenthema, Sie haben es jetzt gehört, von Leuten, die mitten im Leben gestanden sind und die von dieser Hurenskranke, darf man nicht sagen, weil es Prostituierten gegenüber, aber das sagt man in Wien halt so, es ist eine wirkliche Arschlochkrankheit und die kann was mit Menschen tun. Und ja, im Schlussappell muss ich Ihnen leider jetzt erzählen, was das mit einem von uns gemacht hat. Ja. Schlussappell. Für die, die es nicht kennen, normalerweise ist es so, dass ich am Schluss der Sendung mich über irgendwas aufrege oder eine Forderung erhebe oder einfach zu irgendwas, was sie gerade tut, was sage. Das ist heute anders und zwar aus einem bestimmten Grund. Sie kennen ja diese ganzen Corona-Demos, wo die Leute sich aufregen, ja, die Einschränkungen sind so schlimm und man ist daheim eingesperrt und Corona ist eigentlich eh nicht gefährlich und es ist ja nur Grippe und es kann ja nichts passieren. Und wie wir heute gehört haben von der Yvonne Anreiter, gibt es wahrscheinlich 100.000, 150.000 Leute in dem Land, die Long-Covid haben und man bis heute nicht weiß, wie lange das anhält und wie lange die Menschen darunter leiden werden. Einer, der sich das Leiden der Sport, Gott sei Dank, ist unser Manfred, der Manfred Korpis. Der wird Ihnen als Namen jetzt nichts sagen
Aber uns sagt er alle was, wer der bei Bussi Fussi den Ton gemacht hat. Gemacht hat heißt nicht, dass er sich jetzt geschlichen hat oder so, sondern er ist Gott sei Dank, weil er mit 58 Jahren und einer schweren Herzerkrankung Risikogruppe war, mit Moderna geimpft worden und hätte die zweite Impfung gehabt, eine Woche nachdem er ins Spital eingeliefert worden ist mit einer Corona-Infektion. Also wie gesagt, Herst Manfred, wenn wir wieder anfangen zum Drehen, wir brauchen da wen für einen Ton, falls du aus dem Krankenhaus spät rauskommst oder dich nicht fit fühlst, hat er gesagt, bist deppert. Und erstens bin ich wieder fit und zweitens, wenn wir wen brauchen, suche ich mir den selber aus. Er hat sich den Ümit, der jetzt bei uns den Ton macht, nicht mehr selber aussuchen können. Ich habe mit Manfred telefoniert, als er im Krankenhaus war, hat gelungen, perfekt eigentlich. Und der Max und der Gerald haben mit ihm noch geredet und ausgemacht, wie wir mit der Sendung weitermachen. Er war voller Vorfreude und hat gesagt, die Ärzte haben eh gesagt, aufgrund der Tatsache, dass er seine erste Impfung 2 Wochen vorher gekriegt hat, wird er schon eigentlich nur einen leichten Verlauf haben. 3 Tage später haben wir ihm geschrieben, ob er irgendwas braucht, ob wir ihm irgendwie vorbeibringen sollen was oder ihn besuchen sollen, und dann hat er das nicht mehr gelesen. Am Tag drauf habe ich dann wie deppert versucht herumzugoogeln unter seinem Namen, ob ich irgendwie Verwandte finde, die ich fragen kann, wie es ihm geht. Und habe dann eine sehr nette Dame am Telefon gehabt und habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich bei ihnen richtig bin, ich suche den Manfred, weil ich mir Sorgen mache und das gesamte Team sich Sorgen macht, wie es ihm geht. Sind Sie der Herr Fussi? Sage ich, ja. Manfred war mein Sohn, der ist gestern gestorben, brauchen Sie ihnen keine Sorgen mehr machen. 3 Tage nach einem Telefonat, tot. Von Normalstation auf Intensivstation zum Exitus 6 Stunden. Einer, der immer aufpasst hat, einer, der daran geglaubt hat, dass wenn man mit dem Taxi mit offenen Fenstern und FFP2-Masken fährt, an nichts passieren kann. Also wenn Sie mit irgendwem auf die Straßen gehen, demonstrieren, schalten Sie vielleicht vorher das Hirn ein. Gehen Sie nicht mit irgendwelchen Nazis auf die Straßen und gehen Sie nicht mit Leuten auf die Straßen, die die Meinung vertreten, dass das eh nichts ist und dann da eh nichts passieren kann. Heute in der Früh, als wir begonnen haben zu drehen, ist aus jedem von uns in Mack und Bein gefahren, weil der Manfred war natürlich immer der Erste, der da war. Und heute sind wir in einen leeren Saal gekommen. Ich hoffe, dass wenige Menschen in ihrem Umfeld so Erfahrung machen müssen. Ein trauriges Bussi. Fussi. In Memoriam Manfred Scorpis.